Mein Name ist Annabel Gräfin von Önhausen-Sierstorf. Ich bin die Vorsitzende der Diotima-Gesellschaft in Bad Riburg. Die Gesellschaft habe ich gegründet, weil Friedrich Hölderlin 1796 im Kurbad zu Triburg die glücklichste Zeit seines Lebens mit Diotima verbracht hat. Das war seine Suzette Gontard, die er als Diotima verehrt und auch ein literarisches Denkmal gesetzt hat, war mit ihm in Bad Riburg. Und seit 14 Jahren machen wir Lesungen, Kunstausstellungen, Konzerte und so weiter. Und dieses Jahr haben wir uns gerne an das Europaprojekt von Lila W. drangehängt. Ich freue mich, dass wir Navid Kermani mit seinem Buch Entlang der Gräben in Bad Riburg im Gräflichen Park begrüßen können. Ich fand das interessant, dass er dieses Buch geschrieben hat, wo er persönlich von Köln nach Isfahan, wo seine Familie ursprünglich herkommt, gereist ist und die Gegend für uns auch eine Art Terra Incognita ist, weil wir, das ist nicht so üblich, durch diese Gegenden zu fahren. Und sein gesamtes Wissen, politisch und aber auch geschichtlich, in dieses Buch hineingepackt hat. Und ich freue mich, dass wir damit beim Europäischen Festival von Lila W. mit dabei sind.